Dann komm mal her. Ja, der Kerl ist jetzt definitiv durchgeknallt. Oh Gott! Macht er einen Schaden? Das kann ich sowas von vergessen. Aber so richtig vergessen. Komm mal her. Dankeschön, ich muss nur gerade eben Leben wieder voll machen. Habe ich vielleicht eine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen? Da sind Ghoul-Eier. Kann ich vielleicht anderweitig noch irgendwas aktivieren hier? Gibt es hier irgendwas? Karagor-Ruf. Aber die Karagore werden... Die stören den Scheiß! Das war ein Schlag, den er gemacht hat. Der hat nur einen Schlag gemacht. Nein. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ich habe mir hier einen zurechtgezüchtet, den ich nicht mehr töten kann. Ich kann den nicht töten. Ich kann den weder töten, noch kann ich ihn versuchen, auf meine Seite zu ziehen. Der ist zu hoch. Ich krieg den nicht kaputt. Ich krieg den nicht gekillt. Der ist zu hoch. Scheiße. So ein Scheiß! Verdammter! Oh Gott! Ja. Was nu? Ich hab ehrlich gesagt, ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan, wie ich das Problem bereinigen kann, soll. Machen, tun. Das funktioniert nicht. Ich kann jetzt hier. Der Stufe 38. Nee, komm. Den könnte ich höchstens noch tauschen. Nee, machen wir nicht. Ich habe jetzt hier noch ein paar Leute. Mal gucken. Der ist zugeteilt. Der ist zugeteilt. Der ist zugeteilt. Und der ist auch zugeteilt. Und der müsste auch zugeteilt sein. Jawohl. Die haben alle einen Befehl des Bewachens oder jeder von denen hat jemanden, den er unterstellt ist. Sagen wir es mal so. Das ist schon mal ganz gut.
Ich habe keine Ahnung, wie ich den Kerl auf meine Seite kriegen kann. Gar nicht. Wahrscheinlich gar nicht. Wenn er will, dann schlachtet der sich bei mir durch meine Reihen. Ich hoffe ernsthaft, dass der nicht die Seiten wechselt oder das Gebiet wechselt und jemand von Saurons Männern wird. Weil das wäre jemand, der könnte mir richtig Probleme machen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den kriegen kann. Ich wollte den nicht durchdrehen lassen. Ich wollte den nur ein paar Level senken. Mehr nicht. Er sollte nur ein paar Level gesenkt werden. Ha, übertrieben. Ich hab's übertrieben. Gut, wie dem auch sei. Wir bereiten uns schon mal vor. Wir brauchen Metallmauern. Wir brauchen die Feuerspeier. Wir lassen wieder den Trägerhort drinnen. Wir nehmen fluchende Belagerungsbestien. Höllenfeuer an den Toren. Mauerspieße und wir nehmen Feuermin. Wieso habe ich so viel Meridian weg? Kein Plan, warum? Aus irgendeinem Grund fehlen mir Meridian. Ziemlich viele sogar. Das ist die Aufstellung, die wir haben werden. Ich bin gespannt, was daraus wird. Sehen wir es in der nächsten Folge. Ja. In der nächsten Folge. Da geht's dann, obwohl ich kann nicht. Ach, ich kann das eigentlich jetzt auch schon starten. Wenn ich es genau nehme, kann ich es jetzt auch schon starten. Das ist scheißegal, weil egal wie ich schneide. Scheiß drauf, wir starten es jetzt. Da fliegen schon jede Menge Leute. Hups. Hoppala. Na, böse Miete. Das sieht aus. Alles ist am Brennen. Alles ist am Verfluchen. Beziehungsweise steht oben irgendwo.
weil, naja, was soll ich sagen, sie hört gerade hier. Oh. Und du gehörst auch mir. Ja, wir vernichten Sauron. Sauron. Dankeschön. Jetzt kämpfen wir mich weiter. So. Die nächste Welle kommt. Das war... So, das Banner, das gehört hier nicht hin. Das tun wir erstmal. Schöne Festung hast du hier. Ich meine, schöne Festung hab ich hier. So, die Mädels ist erstmal weg. Tschüss. Viel Spaß da draußen. Du hast diese Festung längst verloren. Du weißt es nur noch nicht. Reden bringt nichts. Klingen und Keulen bleiben im Gedächtnis. Dann kommt er hoch und holt mich. Oder versucht es. Na, und? Wie sieht's aus? Im Übrigen, ich hab was dagegen, wenn jemand hier einen Banner aufstellt. Irgendwie schlägt hier richtig eine Halle. Was ist denn da los? Lass mal gucken. Irgendwas und irgendwer ist hier gebrochen. Ach, die kommen mit Karagoren. Ach so. Oh, ich bin verflucht. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber ich bin irgendwie verflucht. Und irgendwer ist feuerfest. Wie, die sind drin? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja, 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 ja! Ich will einen Karagor, ich will einen Karagor, ich will einen Karagor. Ja, sehr schön. Damit habe ich mich wieder voll gegeben. Nein, ich will ich nicht. Ich will ich auch nicht. Ich will. Ach doch, ich hatte doch den richtigen. Nein, den will ich nicht. Ich will den. Oh nein. Einer von mir ist weg. Okay. Das muss ich mitleben? Das hast du verdient. Oh nee, komm schon! Na also! Mein Leben für dich, heller Herrscher! Besten Dank! Weitermachen. Und ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Weil ich kann es mir nicht erlauben, noch einmal zu sterben. Das nächste Mal wäre das letzte Mal. Das letzte Mal. Und dann heißt es, adieu. Das muss nicht sein. Oh. Da! Das wollte ich. Die Karagor hole ich mir auch rein.
Sieht aus wie eine Festung, ist aber eine Gruft. Deine Gruft, Waldläufer! Ich werde nicht sagen, aber du hast aus dem Kopf gehen. Wir los! Oh nee, nee! Komm! Hoch! Oh. Wow! Ich muss da rüber. Komm schon, komm. Ich brauche mal schnell irgendwie ein bisschen Leben. Ich sagte, ich brauche ein bisschen Leben. Sehr schön, damit ist einer weg. Und da hinten verblutet gerade einer. Mal gucken, ob ich schnell genug hinkomme. Nein, mein großes Dickerchen. Nicht mehr. Da hinten haben wir noch jemanden, der gebrochen ist. Ich will ja nichts sagen, aber den wollte ich. Und du? Ich bin dein Diener. Dankeschön. Weiter für mich kämpfen. Und wir haben ja jetzt noch. Dich haben wir dann noch. Du solltest da jetzt. Komm schon. Mann! Weg! Ganz schnell! Ganz weit! Oh! Wovon hier brauche ich Leben? Wow! Wenn das nicht knapp war! Lass das! Okay, wieder zurück. Den Karago holen wir uns jetzt erstmal. So gut! Was war das denn jetzt? Du haust nicht ab. Ja. Ich bin Auserwählter. Und bleibst noch ein bisschen. Kannst gleich wieder reingehen. Wir sind hier noch nicht fertig. Interessant aus. Du bist interessant.
Sehr schön. Ich kämpfe für dich. Wow. Das war ordentlich. Gebiet verteidigt. Und Stufe 53. Wow. Ordentlich. Okay. Wir haben jetzt sehr viele neue Leute gekriegt. Sogar zwei legendäre. Wie geil. Wie geil ist das denn? Der ist natürlich geil. Epische Eigenschaft Dickhaut. Genießt enorme verbesserte Gesundheit. Epische Eigenschaft Flucht. Fluchwärter. Vermindert jeden Fluchschaden für sich selbst und seine Verbündeten. Er hat Wilde als Gefolge. Er ist Bestienschlechter. Er ist Brecher. Schwergerüsteter Kämpfer mit gewaltigen der gewaltigen Schaden aushalten kann. Der Brecher kann großen Schmerz ertragen und kurz vor dem Tod noch einmal alles geben. Entschlossenheit heilt sich mit außergewöhnlicher Willenskraft im Kampf selbst, kann unterbrochen werden, okay. Setzt eine Schockwelle frei, die so mächtig ist, dass die Feinde in der Nähe zurückdrängt und desorientiert werden. Verwendet zwei Armbrüste gleichzeitig, um einen Hagel betäubender Geschosse auf Gegner niederregnen zu lassen. Und er ist Schildträger. Er blockt alle frontalen Angriffe ab. Er ist entzündet durch Verletzung. Er ist beschusssicher. Und er ist immun gegen Flüche. Okay, also man kann ihn höchstens kommen mit Feuer, Hinrichtungen und Explosionen. Der Kerl ist echt krank. Und ich bin echt am Überlegen. Er ist ein leichtes Vieh und anfällig für Schleichen. Das heißt, er kann niedergeschossen werden. Er leidet Schaden durch Hinrichtung, anfällig für Gift. Ich brauche dich. Du ziehst in meine oberste Riege ein. Und ich bin nur am Überlegen, wie hoch du einsteigst. Machen wir erstmal einen Positionswechsel. Schmeißen wir erstmal den 39er raus. Da passt du sehr gut rein. Was mache ich mit dir? Er ist Bestienfutter, er hat Furcht vor Festnageln, er ist Furcht vor Ghule. Du hast mir zu viele Sachen, wo du wirklich Angst haben kannst. Deswegen werde ich dich auch nicht unbedingt gerne reinnehmen. Was ist da oben? Bestienfutter, demoralisiert. Er ist zwar legendär, allerdings nicht zu gebrauchen. So hart es klingt, er ist für mich nicht zu gebrauchen, auch wenn er legendär ist. Er kann ihn bewachen. Das ja, aber das war's auch schon. So, du kannst hier ihn auch bewachen. Was haben wir denn sonst noch? Wir hätten hier noch einen zum Befehligen. Der hat schon. Da könnte man noch einen hinsetzen. Der hat noch keinen. Er hat zwei, er hat nur einen. Gut, dann hat er jetzt auch zwei. Wie sieht's mit dir aus? Du bist auch noch keinem untergeben als Leibwache. Da
da haben wir jetzt nochmal einen. Untergebener, du nicht. Auch schon. Der wäre noch nicht. Er wäre schon. Wäre schon. Du wärst noch nicht. Und dich kriege ich nicht. Gut, damit steht erstmal Serigost fest. Wir haben eine Insgesamtverteidigung von 460. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt geht's ab ins nächste Gebiet. Raus aus Serigost. Und rein nach Gorgoroth. Und das wird interessant. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das kommt in der nächsten. In diesem Sinne, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und schauen wir mal, was da dann passiert.